Rashomon. Gut, hier stehen Motocross-Maschinen. Aber dann fahren wir mal dorthin. Ich hoffe, ich finde da ohne Navigation hin. Satellitenschüsseln. Sieht nach einer verlassenen CTOS-Station aus. Strom gibt es auch noch. Kenny hat es hier sicher benutzt. So. Tür ist freigegeben. Du, wir sollen das da unten benutzen. Oh. Okay, das heißt, wir müssen auf die andere, in die andere Tür rein. Die ist hier. Das heißt, wir müssen irgendwie auf die Satellitenschüsseln. Irgendwie, beziehungsweise irgendwann wieder hoch. So, jetzt können wir wieder da hochgehen. Jetzt ist die Tür hinten entriegelt. Geht das, ja? Sag mal, hast du mich verstanden, ne? Ja, leicht geht das nie, ne? So. Habe ich ja recht gehabt, dass wir darüber müssen. Okay. Oh, die Tür ist jetzt freigegeben. Audio lock. Ja. Ne? Das ist ja nicht schlecht, sowas. So, jetzt können wir da runtergehen. Vielleicht müsste die Tür auch freigegeben sein. Ja, genau. Und dann können wir das hacken. Thank you.
Chest. Wenn er ankommt, dann ist alles gut. Alles klar, Mann? Wo bist du? Im alten CGOS-Zentrum. Da bin nur, ob es pickt. Okay, es geht los. Bing. Halleluja! Mein Freund, ich schulde dir ein Drink. Ich brauche keinen Drink. Ich hab eine Bar. Oh, stimmt. Jedediah's Bar. Das bist du. Jedediah. In diesem Fall schuldest du mir einen Drink, Kumpel. Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar. Pornys liebstes Wasserloch. Vielleicht das einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Naja, das glaube ich eher nicht. Tja. Ja, hör mal. So geht das. Geil, was, ne, der Arsch. Erreichen. Zum Teufel macht er denn? Ja. Wie komme ich da rein? Ich sag's dir, sie ist danke, Arschloch. Bitte. Ich hatte gehofft, sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Nie von ihm gehört. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Was trinken Sie? Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Bist nicht sehr gesellig, was? Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Er hat sie nicht alle. Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Kümmere dich nicht um den Wirt. Der ist okay. Tief im Inneren. Ganz tief im Inneren. Ganz tief. Hast du gedacht, du könntest reinspazieren, als wäre das dein Laden? Das ist gut. Mann, du hast Nerven. Ich? Vielleicht bin tot. Bisher bin ich nicht beeindruckt. Ja, was sind das für Spiele, Mann? Hörst du das? Wie es brummt?
Wären sie dir gefolgt, müsste ich dich erschießen. Sei Glück, dass jemand an meinem Visier gedreht ist. Das besorgt das. Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Es geht auf deine Rechnung, Tibor. Ja, ja. Du schuldest dem Mann $100. Verdammt laut! Na super. Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann's nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. Folgen.